In einer uralten Festung, tief im Inneren der Berge, regt sich aufs Neue das Böse. Die Orks dienen einem neuen Anführer, der Saurons grausamen Willen vollstreckt. Nur der Fall dieses Fürsten der Dunkelheit kann den Orks Einhalt gebieten und Saurons Würgegriff, mit dem er das Land gepackt hält, lockern. In den alten Tagen herrschte der Hexenkönig von Angmar über die Ettenöden. Heute hat der neue Führer der Orks das Land in Besitz genommen. Tja, aber nicht lange und damit hallo, Freunde der Spiegeltour, zurück. Finde, heil dir! Dem Himmel sei Dank, ihr seid hier. Die Orks haben uns überwältigt. Schnell, noch können wir unser Volk retten. Da musste ich kurz innehalten. Jedenfalls, willkommen zurück bei Schlachte mit der Erde 2, Freunde der Spiegeltour. Warte nicht auf mich. Ich werde versuchen, Verstärkung zu holen. Wo wir natürlich jetzt, was haben wir zu tun? Zieht euch zur Ansiedlung der Elben zurück. Brechen wir auf. Wir dürfen nicht zögern. Nein, wir werden auch nicht zögern. Seid leise. Beeilt euch. Hier sind schon ein paar Leichen aufgestellt. Folgt mir. Ich kenne den Weg. Wir müssen auf die hallo, weitere fahren. Elben. Geht auf leisen Sohlen. Die hätte doch alleine töten können. Der Feind kommt über uns. Stirb, Kreatur des Schattens. Bereit? Greift diese abscheuliche Bestie zurück. Diese Schlacht gewinnen sie nicht. Bringt sie mit Pfeil. Dann guckt mal, wie mächtig ihr seid. Haltet Stand. Zeigt ihnen ihre Gräber. Macht euch bereit, Elben. Wir sind ihnen ebenbürtig, eure Waffen, Elben. Lasst eure Bögen sinken. Genau, ihr könnt ja da oben angreifen. Wir können mal Amy und den Wald machen. Aber wir haben noch mehr Elben. Im Wald sind wir geschützt. Im Wald sind wir geschützt. Guckt doch. Wir geschützt sind. Ich werde euch führen. Wir müssen die Wälder schützen. Da ist sogar ein Wolf. Lass sie verstummen. Mein Gott, die Elben sind einfach so over. Etwas geht hier vor sich. Bereit? Genau, warum sollte sonst dieser Wolf hier einfach rumstehen? Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Das Land gekommen. Wie der Wind. Bereit? Der Feind rückt vor. Schnell, ich kenne diese Gegend. Sie sind außer Reichweite. Wie der Wind. Ach, da sind wir schon hier in dem Bereich. Es ist unsere letzte Schlacht, meine Freunde. Kämpft bis in den Tod. Das ist der Weg. Da, noch mehr. Stirb, ich habe Hilfe geholt. Lasst euch diese abscheulichen Bestien fällen. Ja, danke. Kommt ja genau richtig. Macht euch bereit, Elben. Wir wissen von einem Enting nördlich von hier. Die Baumhirten werden uns helfen, die Mauern niederzureißen. Bleibt wachsam! Bogenschützen aus Düsterwald! Etwas geht hier wir vor. Entings. Wir haben das Gebäude erobert! Baut eine Festung und treibt diese abscheulichen Bestien für alle Zeit aus dem Land. Nichts zu tun. Baut dieses Land auf. Bleibt bei mir. Ich werde unser Volk beschützen. Jetzt werden wir mal eben schauen, was es hier noch so alles gibt in der Umgebung. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Die Armeen der Orks werden sich in den Bergen ausbreiten und die Berge überrennen, wenn wir ihnen nicht Einhalt gebieten. Wir müssen sie zerstören. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. Seid wachsam. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Wir haben ein neues Gebäude. Ja, renn mal vor mir weg. Ein Höhlentroll. Bleibt bei mir. Ich werde euch gut führen. Das Gebäude ist fertig. Bleibt wachsam, Elben. Komm, alter Bomber. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Feuer konzentrieren, Kämpft Elben. Bis in den Tod, Elben. Genau, zerstört bitte die Riesentrommel. Der Gloin kann man hier... Hieß doch Gloin, ne? Ja. Immer mehr Bergriesen. Wir müssen diese Trommel zerstören. Wir haben diese Trommel doch schon zerstört. Unser Mut ist ungebrochen. Bleibt wachsam, Elben. Kämpft bis in den Tod, Elben!
Dieser Zwerg ist bereit. Ist doch gar nicht nötig. Das Gebäude muss fallen. Ihr seid doch schon fertig mit dem. Baumaterial. So, dann können wir theoretisch da nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht. Oh, das ist aber echt beschränkt von denen, oder? Es wird Zeit, etwas zu bauen. Baumaterial. Wo ich meinen Kram aufbauen darf und wo nicht. Da oben darf ich auch nicht. Kein guter Bauplatz. Ich bin bereit. Orks. Bogenschützen aus Düsterwald. Entsendet Speer. Bewegung. Entsendet Elben. Speer. Genau. Zerstör mal eben noch bitte das Ork. Haltet sie in Schach. Zurück, Elben. Lager, dann könnt ihr nämlich hier kommt mit mir. Das Gold einsammeln. Wir haben ein neues Gebäude. Bei mir. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Wir müssen wachsam bleiben. Mutig voraus. Wo sollen wir bauen? Einfach irgendwo. Bin schon unterwegs. Ich bringe das Baumaterial. Na komm, 50%, das ist ja noch okay. Das Gebäude ist fertig. Zerstört. Da ist noch ein Tunnel, den können wir zerstören. Das ist unser Bonusziel. Haltet eure Positionen. Unser Pfad ist sicher. Mutig voraus. Ei, ei, ei. Hier entlang, ich werde euch gut führen. Sie greifen einen Malorenbaum an. Sie greifen einen Malorenbaum an. Sie greifen die Siedlungen an. Die Kaserne ist fertig. Der Feind kommt über uns. Bogenschützen aus Düsterwald. Wir dürfen nicht scheitern. Wir müssen sie alle auslöschen. Ich bin bereit. Na, ich soll mich vielleicht eben darum kümmern, bin schon unterwegs. Lasst keine, dass ich mit meinen Truppen hier die Verteidigung noch rumkriege. Bögen. Baumaterial. Hier entlang. Einer der Malorenbäume wird angegriffen. Ja, ja, ja. Das Böse kommt über uns. Dieser Ort ist nicht geeignet. Das habe ich auch gemerkt, dass ihr mich hier nirgendwo bauen lasst. Es gibt viel zu tun. Bleibt bei mir. Mögen eure Seelen stark sein. Bleibt wachsam, Elben. So, wir haben schon 15 Punkte. Oh, schön, wir können auch nicht mal den untersten Bereich ausbauen. Dann werden wir halt das mit dem Turm machen. Das ist natürlich auch eine schöne Defensivgeschichte. Schade, dass ich hier gerade nichts weiter in die Richtung ausbauen kann. Adlerhorst, umhüllende Ranken. Unsere Stadt wird größer. Ich hatte gerade nichts zu tun. Dann machen wir es doch einfach mal. Bin schon unterwegs. Bögen! Ich werde unser Volk beschützen. Seid wachsam! Sie werden dieses Land nicht mehr entweihen! Ich bringe das Baumaterial. Der Feind kommt über uns. Wir haben die Kaserne erweitert. Wir haben es noch nie entweiht. Ich werde euch gut. Die Orks haben noch eine ganz große Kultur. Bildet rein, Bogenschützen. Elben, bleibt bei mir. Ich werde unser Volk beschützen. Bogenschützen aus Düsterwald. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Zerstört die Wachtürme der Orks. So, weiteres Upgrade. Bildet rein, Bogen. Ach, das waren schon alle Wachtürme. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Lasst keinen am Leben. Ich glaube, ich habe gerade eine Truppe Elbenschwertkämpfer verloren. Feuer konzentrieren, Pfeile los. Bringt sie aus dem Gleichgewicht. Neu gruppieren. Greift weiter an. Ach, da ist ja das Ending. Unser Pfad ist sicher. Wir gehen. Ich hatte gerade nichts zu tun. Die Schlacht hat begonnen. Haben wir denn nichts um... Doch, da haben wir die Schmiede. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Das ist einfach die Gebäude. Da kann man echt drauf gucken und man sieht gar nichts. Wir können nicht hier bleiben. Ich werde euch führen. Ich kämpfe an eurer Seite. Ich werde euch wäre schön, wenn alle einen Bogen hätten. Wir müssen wachsam bleiben. Wir haben die Kaserne. Sie werden diesen Ort nicht länger besudeln. Bleib bei mir. Lass keinen am Leben. Wir haben ein neues Gebäude. Das Böse kommt unser Obwohl, wir müssen den Nahkampf schicken. Bestie.
Allein, dass der einen Führerschaftsbonus hat. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Das bringt uns einfach mehr, wenn wir dann vorne bei den Truppen mitlaufen. Feuer konzentrieren, Elben! Unsere Stadt wird größer. Schön, und zwar mit dem wichtigsten Gebäude, nämlich die Schmiede. Bildet rein, Bogenschützen! Schützt dieses Gebiet! Das ist mal den billigsten Trick von allen, einfach nur Elbenburgschiffen Schützen bauen. Fällt den Orkkönig! Mögen eure Seelen stark sein! Wir töten keine Orkkönige mehr, wir fällen sie. Wir haben die Schmiede verbessert. Wir haben die Stallungen eine große Dunkelheit. Errichtet die Eindringlinge! Ich spüre eine große Dunkelheit. Vielleicht eine dunkle Dunkelheit. Vielleicht auch eine helle dunkle Dunkelheit. Vielleicht sind es auch andere graue Töne. Es kann auch sehr facettenreich sein, solche Töne. Wir haben ja inzwischen 16,7 Millionen Farben oder High-Res-Bit-Coloring auf 32-Bit oder was auch immer. Da kann man ja auch einiges rausholen an Grautönen. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Was mir erinnert, ich musste ja in meiner Zwischenprüfung zum IT-Kaufmann, musste ich ja damals berechnen, wie groß eine JPEG-Datei ist, bei wie viel Farben zu Pixeln. Wie viel Bit die dann groß ist. Weil ja die Bitanzahl sagt, wie viele aus wie viel Bits besteht denn ein Farbpixel. Müsste das sein. Ich werde euch gut führen. Die Schlacht hat begonnen. Ich spüre eine große Dunkelheit. Bogenschützen aus Düsterwald. Nicht nur du. Wir müssen mal eben das abbrechen. Seid wachsam. Entsendet Speer. Bildet rein. War es natürlich schön, dass wir die jetzt haben. Wir müssen wachsam bleiben. Können die wechseln? Ne, können leider nicht wechseln zwischen Fernkampf- und Nahkampfwaffe. Bleibt bei mir. Zieht eure Waffen, Elben. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Was kostet mich ein Ending? Ach, Baumbart nehmen wir einfach. Wenn schon End, dann doch den besten. Schützt dieses Gebiet. Vom Feuer fernhalten. Bleibt in der Nähe der Bäume. Von welchem Feuer auch immer gerade. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Schmiede. Es liegt an, dass wir hier Geschütztürme wieder mit L bauen. Ein vortrefflicher Bauplatz. Ich bin bereit. Baut dieses Land auf. Ich lockere nur meine Arme. Wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Es gibt genau, viel zu tun. Weil Baumbart ist jetzt fertig, oder? Ich spüre eine große Dunkelheit. Ach nö, leider nicht. Ich werde unser Volk beschützen. Haltet nach dem Feind Ausschau. Ich brauche aber einen Baumbart. Bereit? Wo wir beim Thema wären, wie töte ich denn Einheiten? Werkzeuge bereit. Bogenschützen aus Düsterwald. Hier entlang, Bogenschützen. Bögen! Schützt dieses Gebiet! Naja, alternativ könnte ich ja einfach da durchbrechen. Bleibt wachsam, Elben! Macht euch bereit, Elben! Das Gebäude ich werde euch gut führen! Genau, der Gloin kann sich da einfach durchschlagen, ne? Der kann doch so Spezialangriff machen auf Bögen! So ähnliche Sachen wie wir haben noch viel zu tun. Diese Mauer. Bin schon unterwegs. Bleibt bei mir. Endlich können wir Silberdornpfeile benutzen. Wir müssen die Wälder schützen. Yeah, Silberdornpfeile. Ein Traum. Unsere Stadt wird größer. Bleibt wachsam, Elben. Wir haben ein neues Gebäude. Macht euch bereit, Elben. Ich bin bereit. Baut dieses Land auf. Werkzeuge bereit. Wir haben die Stallungen erweitert. Die neue Rüstung ist bereit. Das Gebäude ist fertig. Guck, wie schön das sein könnte hier mit dem Aufbauen von den Dingern. So, jetzt haben wir sogar die Rüstung fertig. Wir müssen die Wälder schützen. Unsere Stadt wird größer. Macht euch bereit, Elben. Hö, dieses Upgrade wurde bereits gekauft. Sieht aber nicht so aus, als wenn die Elben die Rüstung anhörten. Seid wachsam. Bereit? Ich kämpfe an eurer Seite. Bleibt wachsam. Tja. Geschmiedete Klingen sind bereit. Seid wachsam. Ich werde unser Volk beschützen. Vorher muss ich schauen. Wir haben
noch nicht alle Minenschächte der Orks gefunden, oder? Wir gucken mal. Den Bonus will ich jetzt doch noch mitnehmen. Weil klar, da ist die Mauer, wohinter sich der dämliche Ork-König versteckt. Oder Goblin-König. Nö, Ork-König. Ich hatte gerade nichts zu tun. Die Bannerträger sind hier. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Ich bin bereit. So, da geht der Nächste. Das Baumaterial. Hier geht auch noch einer. Hier entlang, Bogenschützen. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Der Feind kommt näher. Vorwärts. Ah, guck mal, da sind nochmal Orks. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Das sind ihre Gebäude. Und da erscheint... Hö? Das ist doch irgendwas Spezielles, oder? Löscht sie aus. Pfeile los. Unser Mut ist ungebrochen. Naja, irgendwas, wo ein Geist rauskommt. Wir haben ein neues Gebäude. Dunkelheit. Dementsprechend einfach töten. Saurons Diener vernichten. Das Gebäude ist fertig. Unsere Grenzen schützen. Der Feind ist nah. Wo sollen wir bauen? Ah, guck mal. Spinnen. Ich werde unser Volk beschützen. Bildet rein, Bogenschützen. Unsere Heimat ist in Gefahr. Bögen. Machen wir eine kleine Runde. Ja. Ach doch, den Adlerhorst könnte ich doch schon bauen. Dann können wir nämlich Adler daraus ziehen, die keine Spezialeinheit mehr sind. Das war ja im ersten Teil noch so, die musstest du ja rufen hier über die Leiste und konntest sie nicht bauen. Und jetzt kann ich die einfach so aus meiner Festung ziehen. Das finde ich ganz schön heftig. Wir gehen. Bleibt bei mir. Vorrücken. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Seid wachsam. Ich werde unser Volk beschützen. Sie werden Bildet dieses rein, Land nicht mehr entweihen. Schützt dieses Gebiet. So, sehen wir, der Held kann angreifen. Der Feind rückt vor. Der Adlerhorst ist bereit. Wir müssen ihn Ich werde euch gut führen. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. Na komm, Gnoll. Ich spüre eine große Dunkelheit. Wir müssen wachsam bleiben. Tom Bombadil ärgert sie erstmal alle. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Vernichten diese Kerl. Genau, tötet mal die da vorne. Der Feind kommt über uns. Da ist das Ziel. Zieht eure Waffen, ey. Ich werde euch gut führen. Sie werden diesen Ort nicht länger besudeln. Haltet eure Position. Geht mal bitte rein. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Feuer konzentrieren, Elben. Bleibt wachsam. Keinen entkommen. Boah, jetzt habe ich echt viel verloren. Haltet eure Positionen. Haltet eure Positionen. Macht euch bereit. Der Ork-Häuptling ist gefallen. Eure Seelen wert wieder. Es ist wohl zwischendurch passiert. Eine große Dunkelheit. Wir müssen wachsam bleiben. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Bogenschützen aus dichter Bogen gleich. Ach. Da kommt mein Baumbart. Haltet sie in Schach. Vernichtet jedes Zeugnis von ihnen. Das Gebäude ich spüre muss eine fallen. Große Dunkelheit. Was haben wir hier Schönes? Irgendeine Festung vom. Wahrscheinlich die vom Ork-König, ne? Die Schlacht hat begonnen! Abrücken! Los! Da. Kämpft da. Bis in den Tod, Elben! Wo auch immer die gerade herkommen. Wir müssen wachsam bleiben. Ja, die waren wahrscheinlich im letzten Tunnel drin. Bleibt bei mir! Vorrücken! Ja. Auf geht's. Jetzt könnt ihr einfach das Gebäude noch zerstören. Baumbart ziehen wir auch mal. Vielleicht kommt er ja noch rechtzeitig. Gucken wir mal, was der für Führerschaftsbonus hat. Plus 15% Geschwindigkeit. Das ist natürlich genau der richtige Bonus für Baumbart, der selbst so träge ist wie... Boah, keine Ahnung. Nach der Schlacht befreien Glorfindel und Gloin einen gefangenen Zwerg, der sie verzweifelt um Hilfe bittet.
Sein Volk wird in den blauen Bergen von einem schrecklichen Drachen heimgesucht. Man sagt, Sauron habe sich die Dienste des Drachen mit einem der vor langer Zeit gestohlenen Zwergenringe erkauft. Tja, so viel zu dieser Mission. Ich habe Gefühl, dass die gute Kampagne schneller geht als die böse Kampagne. Aber es kann einfach sein, dass mir einfach die guten Völker wie so häufig einfach besser liegen als die bösen. Da sehen wir 5.41 Gefallen zu getötet. Also 5 getötet zu jeder gefallenen Einheit von mir. Rohstoffe und so weiter und so fort. Und wir machen dann nächstes Mal weiter mit den blauen Bergen. Da komme ich her. Bis dann, euer Doc. Ciao.